Geile Animation, ist ja traurig. Wenn wir direkt durch die Pfützen fahren, dann werden wir uns gleich wieder vollspritzen. Das sieht ja gut aus. So. Guten Abend, meine Liebe. Jetzt haben Sie ein schönes. Ach, Hühnchen, hä? Hühnchen und eine Cola. Natürlich, aber schön. Cola, ich danke. So. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Da ist die Baustelle wieder. Tja, da waren wir jetzt nur die Schlange, nicht wahr? Baustellenjob, was ich darüber nachgedacht hätte. Was war mal ein Mirropark, hä? Oh. Oh, ich muss dringend tanken. Sehe ich gerade. Ist wahrscheinlich halt keine Tankstelle in der Nähe, ne? Oh, Scheiße. Doch, da vorne und dann rechts. Oh, ist schon zu spät. Ich hab Kunststoff Teddybären auf dem Boden rum. Ganz komisch. Tja, da hat's der Zahn von leider Freude doch schon wieder geschafft, Banken zu vergessen. Immer das Gleiche mit dem. Na, wenn ich jetzt eine Meldung krieg, dass ich fahren soll. Die Bau. Was
Scheiße, was denn? Naja, also wegfahren können sie das Auto ja nicht, ne? Ohne Sprit kommen sie nicht weit. Kann eigentlich nichts passieren. Oh, da steht er auch, der Gute. Ach, das bin ich aber mal gespannt, wenn ich erst mal mein eigenes kriege. Ist ja auch super dann. User joined your channel. Das kann ich dann auch vielleicht so ein bisschen, ein kleines bisschen tunen. Natürlich muss es auch irgendwo in der Firmenfarbe bleiben, aber vielleicht so ein kleines bisschen Rennstreifen dran machen. Vielleicht ein bisschen die Räder verbessern, den Motor verbessern, noch hier und da muss ein bisschen was ausfallen. Und wenn das kann schon was Gutes werden. Gebe ich das komplett da rein. Den leeren Kanister. User joined your channel. Mal ich ins Auto hin. Was ein Nonsens. So. Ich glaube, bis 11 Uhr mache ich und dann gehen wir außer Dienst oder vielleicht bis kurz nach 11. Aber bis kurz nach 11 würde ich sagen. Also je nachdem. Der Gehaltscheck nehmen wir noch an, ne? So, jetzt machen wir hier nochmal ganz voll. So, frisch gedankt ans Werk, nicht wahr? User left your channel. User left your channel. So, können wir noch mal gemütlich ein Käffchen trinken. Und dann machen wir, glaube ich, mal Feierabend, nicht wahr? Ist auch spät genug. Uns mal nicht so übertreiben.
Ach ja. Das letzte Mal schnell mit dem Gelski gesessen, wir haben philosophiert. Guten Abend. Oh, einen schönen Latte Macchiato und einen Muffin nehme ich. Meine Herren. Schokolade. Mm. Milky and creamy. User joined your channel. Ah, das war doch. Das war doch mal gut so. Das können wir doch mal so machen. So. Ja, jetzt. Das war mal ein bisschen müde. Ich muss gerade mal überlegen, ich hab da hinten geparkt. Ich laufe in die falsche Richtung. Hab schon mal am Funkgerät spielen sollen, um herauszufinden, auf welcher Frequenz die Polizei funkt. Na, das machen wir nicht. So, dann fahren wir die klassischen Strecken noch einmal ab. Ein kurzer Blick drüber geworfen. User left your channel. Und drüben ist ruhig. Gut. Das war jetzt nicht mal vorbei. Wer steht da noch rum? Sah wieder nach der Polizei aus. Könnte wieder der Herr Giordano gewesen sein. Doch ist ja auch überall der Kerl. So, Krankenhaus fahren wir jetzt mal nicht. Ich frage mich jetzt auch immer noch, wo ist eigentlich mein Auto? Genau, hier ist ein Büropark. Gleich mal gucken, das ganze Zeug, was ich da jetzt, ob ich das überhaupt alles in meinen Taschen reinkriege, wahrscheinlich nicht, ne? Doch gerne in mein Auto umgelagert, aber es ist auch schon wieder flüchtig gegangen. Also jetzt packe ich so ein paar Sachen einfach in zur Rezeptionsdame. Sag ich, hier passen wir drauf auf. Oder auch eine Idee.
Das ist definitiv nicht mein Auto. Ja, möglicherweise ist da in dem Moment, wo dann die Jobveränderung und so da irgendwas gemacht wurde, irgendwas schief gelaufen, weshalb der dann. Da irgendwie wieder geknorzt hat. So. Ich will eigentlich auf jeden Fall meine Weintrauben wieder haben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich. Doch geht. Na, no, wie ist es? User left your channel. Ja, noch ganz gut und bei Ihnen? Ja, ja, doch, ich bin entspannt, ja. War ein sehr netter Kerl, den ich da rumgefahren habe, wirklich. Ach, dann war das gar keine Frau. Ja, nee, mein junger Mann, der wollte sich auch beim PD bewerben. Und da habe ich mich mal gleich gut gehalten bei ihm, falls aus dem was wird. Naja, werden wir mal sehen, ne? Ja. Da sind ja schon viele gekommen und gegangen. User joined your channel. Das ist ja überall so ein bisschen, ne? Ja, das ist wohl richtig. Aber gut. Ich sag mal so, die Stadt ist ja auch noch am Expandieren und am Wachsen und so. Da kann noch viel passieren. Mal gucken, was uns noch so alles erwartet. Da haben sie wohl recht. Aber ich finde das toll, dass immer neue kommen und so. Ja, das ist für uns nur gut. Ja, das sowieso. Und für das hält vielleicht nur. Das hält höchstwahrscheinlich nur die ersten 5 Tage an. Danach haben sie dann wieder genug Geld. Ja, gut, aber ich sag mal, das war jetzt auch eigentlich ein echt lukrativer Job gewesen mit dem Neuling da. Naja, für eine Person 5.000, das lohnt sich. Ich hab mal aus Interesse den Taxameter mitlaufen lassen. Einfach mal so zu statistischen Gründen. Ja. Dieser, 5.000 sind gut kalkuliert. Der Taxameter hat 800 gerechnet. Naja, dann machen wir doch mehr als Plus. Na, so sehe ich das auch. Na, so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, also den Tarif kann man gern so stehen lassen. Vor allen Dingen, das war ja die Idee von der Stadtverwaltung, nicht von mir. Ja, ach, dann können die sich ja auch nicht beklagen. Dann ist ja alles super. Naja, deswegen ja. So, und ich werde jetzt nochmal ein bisschen privat rumkordeln. Ja, ich würde jetzt auch langsam in den Feierabend gehen. Ich muss, ja, da ein bisschen was zu tun. Ich muss mein Auto wieder suchen, das ist wieder irgendwo abhanden gekommen. Ein- und ausschreiben brauchen die sich nicht mehr. Ja, das haben wir uns so auch schon fast gedacht. Jetzt, wenn das alles so ein bisschen verstaatlicht und so, dann ist das ja auch alles geregelt. Das ist super. Ja, finde ich auch. Dann brauche ich, habe ich diese Rechnerei nicht. Ja, das macht ja auch nur Arbeit. Ist doch schön, wenn das jetzt jemand auf einem Amt erledigt, der eh nichts zu tun hat. Jetzt hat er was zu tun. Ja, so sieht das aus. Dann noch einen schönen Abend, Herr Zorn. Herr Sackert, das wünsche ich Ihnen auch. Einfach mal aus Spaß und der Freude. Ja, nice. So. Ja, schon mal Teddybären eingelagert. Komm, wenn wir mal brauchen, nicht wahr? User joined your channel. So, alles klar, wunderbar. Ja, ja, wunderbar. Tolle Rede, Mann. So. Da jetzt mein Auto wieder nicht da ist, weil es schon wieder verschwunden ist, nachdem ich das hier geparkt habe. Jedes Mal passiert das. Jetzt wieder hoch zur Garage rennen.
im Moropark. Und dann muss ich mich nochmal kurz aus- und wieder einloggen, damit mein Auto dann da wieder erscheint. Oder ich hau mich da einfach irgendwo schlafen und dann ist ja beim nächsten Mal mein Auto wieder da. Mensch, Mensch, Jaroslav, was hast du aufregende Tage gehabt jetzt zuletzt? Das ist doch unglaublich. Ja, schon faszinierender. Dann brauche ich jetzt auch gerne mal durchsuchen. Oder manchmal spannende Sachen drin zu schwächen. Also gut, das Gras habe ich jetzt vorhin lieber mal abgegeben. Ich möchte jetzt nicht direkt zum Neubeginn meines Stopps, weil ich auch alles das komische Zeug warum getragen habe. Ach, das mit der Angel, das habe ich aber auch total missverstanden gehabt. Ich dachte, weil wir gerade so komische Drogen auch gefunden hatten und alles. Und ich habe mal Gerüchte gehört, war so ein Angel Dust oder so, soll so ganz heiles Zeug sein. Das war halt irgendwie noch so verpackt gewesen da in der Tonne. Das war halt noch in einem Karton und da stand, da war auch kein Bild drauf und gar nichts. Und ich habe halt echt gedacht, das wäre so ein komisches Zeug, weil ich hab nicht gerechnet, eine ausklappbare Angel, das ist ja auch. Da habe ich jetzt nur nicht mit gerechnet. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber vielleicht hol ich mir dann doch irgendwann nochmal im Baumarkt so eine Angellizenz. Jetzt würde Finanzen ein bisschen besser werden. Und dann gehen wir auch immer vielleicht noch rund angeln. Das wäre doch mal was. Das überlegen wir uns alles, wenn es soweit ist. Jetzt will ich als erstes eigentlich mal bald irgendwo eine Heimat finden für mich. Nicht mal länger auf der Straße leben müssen. Ach, for sale dran. Da ist ein House Entry. Aha. Kann man klopfen oder einbrechen. Das ist ja lustig. Bestimmt teure Häuser hier. Bleibt nur da einbrechen. Wir schreiben und Barrymore, der war ja auch ein bisschen Teil, hat auch so ein bisschen Anteilnahme gehabt, ne?
Benamen und besser das Taxiunternehmen verstaatlichen. Der Gursky und ich wieder im Geschäft. Ich habe gelesen, du bietest ein paar Häuser an. Ist da auch was Günstiges für den kleinen, bescheidenen Mann dabei? Ach, der Mason Remington, den könnte ich auch mal einspeichern. 622-0085. 622-0085. 622-0085. Das ist doch Mason Remington. Den kann man ja auch mal gebrauchen. Ach so, habe ich jetzt gerade hier natürlich bei der Technik, ne? So. Den auch mal drin. Ach, heute hat das Handy irgendwie Probleme. Gut, ich mache auch gerade mal einen Finanzcheck. Interesse halber. Genau, wir sind wieder 25 knapp. 27, ja. Es geht wieder voran. Und da ich jetzt, ja genau, ich war jetzt schon außer Dienst. Ich war auch nirgendwo rein und wieder austragen. Das heißt, ich kriege mein Gehalt auch, wenn ich nicht Taxi fahre. Aktion Taxi-Angestellter. Ach, schön. Kein Schwarzgeld. Gut. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Tag. Ich bin heute sehr zufrieden mit meinem Tag heute. Jetzt machen wir noch ein, zwei Mal noch einen guten. Oh, da ist aber schnell doch, Kollege. Der ist ein bisschen kurz angebunden, der Kude. Aber wir müssen demnächst mal wieder schwätzen. Heute nicht mal. Heute machen wir Feierabend. Das war jetzt aufregend genug, nicht wahr? Und jetzt soll es das mal gewesen sein. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis bald mal wieder. Wir nähern uns auch jetzt schon wieder dem Ende der laufenden Staffel. Ja, wer weiß. Vielleicht. Schon in der nächsten. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut. Feierabend und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.